Hallo Leute, ich bin's wieder, die Lena. Diesen Anfang mache ich nie und ich finde den auch irgendwie total bescheuert, ne? Hallo Leute, heute zeige ich euch mal mein Zimmer. Ihr habt euch das so sehr gewünscht. Ich bin nämlich nach Mannheim gezogen und zwar in eine WG und ich werde euch heute mein Zimmer zeigen. Aber ich muss noch sagen, ich bin Teil des aller coolsten Adventskalenders hier auf YouTube. Und zwar nennt er sich Hashtag Christmas Clan. Und das Coolste ist, ihr könnt ein iPad Mini gewinnen und Amazon-Gutscheine. Also macht auf jeden Fall mit. Ihr findet alle Infos dazu in dem Video hier unten von Max Oberüber. Und da sind auch noch alle Leute verlinkt, die hier mitmachen. Und ich sag euch schon mal, irgendwo in diesem Video wird eine Zahl oder ein Buchstabe versteckt sein. Und jetzt beginnen wir einfach mal mit der Roomtour. Viel Spaß! Ja, so sieht der Gang aus, wenn ich in mein Zimmer laufe. Bitte beachtet nicht die Schilder und die Plakate, die waren schon, als ich eingezogen bin. Und zwar habe ich mir hier so ein kleines Schränkchen hingestellt. Da sind oben Handtücher drin, dann sind hier so Taschen und Rucksäcke. Hier sind ganz viele so Jutebeutel vom DM. Und hier unten sind Sommerschuhe und ich bringe den Müll raus, Schuhe. Und hier oben drauf stehen ein paar Handtaschen. Und dann habe ich hier so ein zweistöckiges Kleidergestell-Dings da. Und hier habe ich dann meine ganzen Handtaschen hängen, die ich mit nach Mannheim genommen habe. Hier sind meine ganzen Jacken drauf. Und hier vorne ist meine Arbeitskleidung. Und im unteren Teil sind meine ganzen Schals und ja, es sind sehr viele. Und hier unten sind dann so meine Arbeitsschuhe, beziehungsweise die Schuhe, die einfach so bequem sind, dass ich 8 Stunden drin laufen kann. Und Schuhe, die ich oft anziehe. Und dann machen wir auch mal die Türe auf. So sieht es aus, wenn man reinkommt in mein Zimmer. Ich habe 20 Quadratmeter und ja, es ist ein bisschen gequetscht alles, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Fangen wir mal mit dem Regal an, wo man direkt drauf guckt. Hier habe ich oben meine Parfums stehen, dann habe ich da noch ein paar Statement-Ketten. Dann habe ich hier unten ein paar Bilder aus dem Urlaub und meine Girls. Und hier oben fängt schon mit der Weihnachtsdeko an. Und zwar habe ich diesen Baum gefunden bei Ideas in Boxes. Verlinke ich euch auch gerne in der Infobox. Generell die Sachen, die ich hier erwähne. Die haben richtig schöne Sachen und ich habe halt nach Geschenken gesucht und habe das dann gefunden. Ich fand den so schön und ich kann hier natürlich keinen ganzen Baum haben, aber ich will trotzdem irgendwas Weihnachtliches haben. Und deswegen habe ich mir diesen Baum geholt und der ist richtig, richtig schön und ich finde, er passt auch super hier rein. Dann habe ich hier in dem ersten oberen Fach eigentlich so alles drin, was ich mal schnell in die Handtasche schmeiße. Deo, frag mich nicht, warum ich so viele habe. Ich verlege die ständig und dann leere ich meine Handtaschen aus und dann finde ich wieder ganz viele. Und Kaugummis, mein Schlüssel, ein paar Bonbons und hier sind noch so Parfumpröbchen und Handcremepröbchen drin. Und eines weiter habe ich einfach so eine Box Kosmetiktücher oder halt Tempos. Und nebendran habe ich Bücher bzw. Zeitschriften. Und dann habe ich hier Ordner, die sind allerdings noch leer, aber die habe ich mir für die Uni gekauft. Und ja, mein Wäschenetz, das habe ich eigentlich immer draußen stehen, aber ich habe gerade Wäsche abgehängt, deswegen steht es noch hier. Dann habe ich hier noch eins. Hier schmeiße ich einfach alles Mögliche rein, wie zum Beispiel die Gebrauchsanweisung von meinem Schrank oder so ein paar Post-its, sowas ist hier drin. Dann habe ich hier Wäscheklammern, die kommen eigentlich auch raus. Dann kommen wir hier zum nächsten Fach. Hier ist so Damenhygienezeug und Pharma-Sachen, also so Medikamente und sowas. Und hier ist alles, was so elektronisches Zeug angeht, also meine ganzen Kabel, Föhn, Mehrfachsteckdosen, Ladekabel, ja. Dann ist hier unten wieder ein Fach, wo eigentlich gerade nur ein Brillenetui und ein kleines Täschchen drin liegen, weil die halt einfach rumlagen, die habe ich da jetzt mal reingelegt. Und hier unten lasse ich euch nur so ein Stückchen reingucken, denn da sind Verlosungssachen drin. Bald wird es eine riesengroße Verlosung geben. Ich werde es wahrscheinlich erst nach Weihnachten schaffen, die hochzuladen. Aber da wird es auf jeden Fall sehr, sehr coole Sachen geben. Dann habe ich hier mein Kamera-Equipment drin. Hier habe ich so Schreibwaren
und auch mein Kalender. Und hier nebendran habe ich dann nochmal Ordner und Schnellhefter, wo aber auch Sachen drin sind. Dann gehen wir mal wieder einen Schritt zurück und schauen mal hier Richtung Tür, wo wir reingekommen sind. Hier ist eine Liste, beachtet die bitte nicht, die muss ich noch irgendwo abheften, aber solange habe ich mir die jetzt einfach mal an die Türe geklebt. Und hier sind meine Schuhe, die ich mit nach Mannheim genommen habe, und abgesehen von den Schuhen, die draußen stehen. Und meine Gymnastikmatte oder Yogamatte, und hier hinten sind noch so Schrauben und ein Akkubohrer. Ja, die habe ich halt einfach noch hier, weil ich das ganze Zeug hier auch irgendwie zusammenschrauben musste. Und hier habe ich eine YouTube-Tasche, meinen Schlüssel für zu Hause und den Adventskalender, den mir mein Freund geschenkt hat. Aber irgendwie hängt der nicht so schön. Naja, aber total süß und ich habe schon ganz viel Schokolade gegessen. Dann gehen wir mal hier außen rum. Dann kommen wir zu meinem Bett. Und dann habe ich mir so Mainstream-mäßig, wie alle YouTuber das irgendwie haben, eine Lichterkette an mein Bett gemacht. Aber ich finde, dass es halt echt schön aussieht. Diese Kissen hier, die sind alle vom Ikea. Das hier und das hier habe ich geschenkt bekommen. Und ja, ich zeige euch mal von hier noch. Ich habe nämlich unten noch ein paar Fächer ausgelassen. Und zwar einmal dieses Fach. Da habe ich gerade so einen Notizblock liegen, weil mir abends immer mal wieder Sachen einfallen, die ich am nächsten Tag machen will. Oder so ein paar kreative Ideen für Videos. Die schreibe ich mir dann abends auf. Dann habe ich hier meine Brille, weil ich habe ja Kontaktlinsen drin, aber die mache ich abends raus und dann sehe ich halt leider nichts mehr. Und hier ist so ein Laptop-Kissen, dass ich im Bett auch am Laptop sitzen kann. Und hier nebendran sind nochmal Taschentücher. Hier ist alles, was ich so fürs Bett brauche. Wie zum Beispiel so eine Creme oder Haargummis und sowas ist da alles drin. Kaufmanns Kindercreme, alles, was ich mir so abends ins Gesicht schmiere zum Beispiel. Und hier mache ich meine Lichterkette an und aus. Dann gehen wir mal wieder raus. Da hinten liegt übrigens immer mein Ladekabel, da lade ich mein Handy immer nachts. Und dann lege ich mich einfach mal in mein Bett und dann seht ihr mal den Blick von meinem Bett aus. Und zwar habe ich das total praktisch gemacht, wie ich finde. Hier sind übrigens noch so zwei Decken. Ich kann einfach meine ganze Wäsche hinters Bett schmeißen, nämlich in diesen Behälter rein. Und es ist einfach aufgeräumt. Früher habe ich immer alles in das Bett geschmissen und es war nicht aufgeräumt. Ja, dann habe ich hier meine Schlafsachen drin. Hier ist gerade leer, aber das ist so ein Fach. Ich glaube, jeder hat so ein Fach, wo einfach alles reingestopft wird, wenn es ordentlich aussehen muss, ihr aber nichts wegräumen wollt. Dann habe ich hier meine Chillerhose und hier oben sind ein paar Cremes. Dann ist hier noch Schmuck drin. Das hier zeige ich euch von der anderen Seite. Das hier teste ich zum Beispiel gerade. Hier ist noch so ein Kosmetiktäschchen. Hier sind meine ganzen Haarspangen und Kämme. Und ja, hier oben, das zeige ich euch auch von der anderen Seite dann. Hier habe ich noch Ketten rangehängt. Und hier unten ist der Rucksack, den ich immer trage. Ja, kommen wir mal zur anderen Seite. Und zwar ist hier meine Schminkschublade. Oder mein Schminkschränkchen eigentlich. Aber fangen wir mal hier an. Und zwar habe ich hier meine ganzen Mascaras und so und Stifte, Sachen, Paletten. Aber ich werde da jetzt nicht groß drauf eingehen. Wenn ihr was über meine Kosmetiksammlung wissen wollt, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Dann mache ich da ein extra Video, weil ich kann euch mal ganz kurz schnuppern lassen. Es ist doch sehr, sehr viel. Und ich werde da jetzt nicht dazu kommen, da jetzt irgendwie drauf einzugehen. Und da unten geht es auch noch weiter mit dem Zeug. Dann habe ich hier meinen Schrank. Hier seht ihr mich übrigens mit meinem Mikrofon falsch rum drauf. Weil ich spreche ja jetzt hinten und nicht vorne, you know. Ja, auf jeden Fall mache ich hier mal auf. Das ist mein Kleiderschrank mit Schiebetüren. Und hier oben habe ich Hüte drin. Hier habe ich noch so eine Kuscheljacke, wo ich keinen Bügel mehr hatte. Da oben drauf ist ein Schlafsack und hier habe ich das dann so ein bisschen unterteilt in gute Hosen, Arbeitshosen, Arbeitsshirts, Basic Tops und hier unten sind Socken, Unterwäsche und BHs. Aber ich bin noch nicht so ganz happy mit dieser Lösung, also beim Schrank muss ich mir noch mal ein bisschen was überlegen. Dann habe ich hier noch die zweite Türe von meinem Schrank. Hoppla.
Da habe ich jetzt oben noch Chiller-Sachen und kurze Hosen. Hier sind Pullis und Langarm-Sachen. Da unten sind zwei Koffer. Und hier sind auch nochmal kurze Hosen drin. Und da unten ist das ganze Kabelzeug und WLAN und Telefon und so. Und jetzt kommen wir aber mal zu meinem Schreibtisch. Ich gehe mal wieder ein Stückchen zurück. Ich habe übrigens extra den Rollo runtergemacht, weil es erstens schon dunkel draußen ist. Und zweitens seht ihr sonst eventuell, wo ich wohne. Und das muss nicht unbedingt sein. Ja, auf jeden Fall habe ich hier mein Stativ, mit dem ich immer filme. Ich habe mir jetzt so ein Dings für nebendran geholt, damit ich beim Schminken auch mal einen Spiegel irgendwie in der Nähe habe. Den kann ich dann da so reinklemmen. Fand ich eigentlich ganz praktisch. Und diese Tageslichtlampe, die steht eigentlich immer da, weil das hier halt Nordseite ist und es ist immer relativ dunkel. Deswegen brauche ich halt auch gutes Licht, wenn ich abends am Laptop sitze. Und dann habe ich hier noch so eine Box. Da habe ich mir immer so Notizen, mache ich mir da dran. Kuli, die hier habe ich mal gebastelt, da wollte ich eigentlich noch was ganz Cooles mitmachen. So lange sind die jetzt mal hier. Und hier sind jetzt einfach so Sachen, die ich mal auf dem Schreibtisch habe, wie meine Festplatte zum Beispiel. Oder Desinfektionszeug, Tempos oder auch meine Lecrea Mini. Und dann habe ich da hinten meine große Festplatte. Hier habe ich meine Docking Station. Und hier ist mein Laptop auf so einem Laptop-Halter-Teil. Dann habe ich da hinten dran immer Wasser stehen, weil ich sehr viel trinken muss, weil ich auf der Arbeit selten was trinke. Dann habe ich mir noch vorhin einen Tee gemacht. Will ich auch gleich einen Schluck trinken, so viel wie ich gerade rede. Und der ist ultra, ultra lecker. Und ja, da werde ich vielleicht auch nochmal in einem anderen Video näher drauf eingehen. Dann habe ich hier nochmal Tempos. Und hinten steht eine Aloe Vera und eine... Ach, mir fällt der Name immer nicht ein, ne? Ja, ihr wisst, was es ist, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall nicht unbedingt einen grünen Daumen, aber die muss man ja beide nicht so oft gießen. Auch wenn die gerade leider nicht blüht, sie hat wunderschön geblüht und ich hoffe, dass sie nochmal blühen wird. Dann habe ich hier noch meinen Laptop-Case. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum mein Tisch so hoch ist. Der Tisch ist das Allergeilste eigentlich hier in meinem Zimmer. Und zwar ist das ein elektrischer Tisch, der ist auch vom IKEA. Und ich kann hier einfach drauf drücken und dann fährt er sich runter. Und hoch, also wie ich es halt haben möchte. Und ich bin total happy damit. Also finde ich ziemlich cool. Ja, jetzt habe ich auch noch eine Küche hier drin. Deswegen habe ich auch definitiv einen geschlossenen Schrank gebraucht, weil sonst alles stinkt, wenn ich mal richtig koche. Auf jeden Fall, die Tageslichtlampe, die steht nicht immer hier. Die wechselt eigentlich ständig ihren Platz. Und hier habe ich ein Brettchen. Hier unten habe ich übrigens noch meine Langhantel. Und ja, dann habe ich hier halt so ein paar Küchensachen stehen. Und das hier ist so ein Abwaschdings und unten drunter sind meine Platten. Aber wenn ich die nicht benutze, dann habe ich halt das immer hier stehen. Und dann sieht das hier so aus. Hier oben ist noch so ein Küchenschrank. Da habe ich Gläser und oben Vorräte, Schüsseln. Sowas ist hier drin. Dann habe ich hier meine Mikrowelle, weil ich habe keinen Backofen. Ich habe zwar einen eigenen Kühlschrank hier unten und das ist so eine Mikrowelle mit Backofenfunktion. Die Uhr stimmt übrigens nicht. Und ja, ich brauche irgendwie immer noch die Gebrauchsanweisung, weil ich damit noch nicht ganz so klar komme. Und dann habe ich hier oben meinen Tee. Ich trinke sehr, sehr gerne Tee. Aktuell trinke ich den hier halt sehr gerne, den habe ich auch jetzt in der Flasche drin. Und sonst trinke ich aber generell gerne einfach grünen Tee. Und dann habe ich hier meinen kleinen Vorrat. Da habe ich ganz viele Brotboxen, frag mich nicht, warum ich so viele habe. Frag mich auch nicht, warum ich so viele Brettchen habe, ich brauche das eigentlich gar nicht alles. Und dann habe ich hier noch so einen Obstkorb und wie gesagt einfach so ein paar Vorräte. Hier sind Gewürze, Marmelade und so ein Kram. Hier unten ist Müsli und Suppen, Gewürze und so. Und dann habe ich hier noch einen Tisch. Mit dem bin ich nicht ganz so happy. Den habe ich von meinem Vorgänger übernommen. Das Bett übrigens auch. Und ich finde die Farbe halt einfach nicht schön, weil sonst alles weiß ist. Ja, das habe ich jetzt natürlich hier abgestellt. Soll eigentlich generell wieder raus aus meinem Zimmer. Da habe ich jetzt so ein paar Nüsse drauf, dass es schön weihnachtlich aussieht. Und ein paar Kerzen.
Und hier hinten sind Naschsachen drin. Das ist so meine Naschbox. Das sind Gummibärchen und Schokolade und sowas. Und ja, das war es eigentlich schon mit meinem Zimmer. Hier unten habe ich noch Wasserflaschen stehen und hier kommen immer meine Pfandflaschen rein. Aber wie man sieht, habe ich die letztens weggebracht. Sonst häuft sich das doch immer sehr. Und mein Schreibtischstuhl habt ihr jetzt auch noch nicht gesehen. Ja, der ist auch vom IKEA und da habe ich so ein Kuschelfell drauf. Das ist auch vom IKEA. Und hier unten habe ich noch zwei Mülleimer. Ich zeige euch nochmal mein Zimmer im Ganzen. Das war's mit meiner Roomtour. Vergesst nicht, in der Infobox vorbeizuschauen und bei diesem coolen Gewinnspiel mitzumachen. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch oder schaut bei mir auf Facebook oder Instagram vorbei oder auch Twitter. Verlinke ich euch alles hier unten in der Infobox und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Lala. La 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 la.